Sandra ist sehr, sehr feinfühlig, sehr selbstkritisch und will es auch wirklich immer gut machen. Also das ist ihr wichtig. Sie mag keine halben Sachen. Er ist unglaublich. Er organisiert alles. Er lässt es organisieren. Alles von seinem Team aus. Er kontrolliert alles. Es ist mit Internet, wo ich bis heute noch schaffe, er es noch nicht, meine SMS zu schicken. Er ist da total up to date. Michael Cretu gibt seine Frau, die er jahrelang wie eine Glucke bewacht, aus seinen Händen in ein fremdes Studio und sagt, Telefon zu mir, musst sie ein bisschen so aufnehmen, ein bisschen so aufnehmen, ein bisschen so aufnehmen. Hat er? Ja, er hat mir alles erzählt. Schau mal, hat er mir nicht erzählt. Also, geh doch mal schauen, lass mal. Ja. Guck mal, wie du zu gleich kommst. Prophet im eigenen Land zählt gar nichts. Ich musste immer doppelt so viel arbeiten, obwohl ich Number One war. Da kam jemand aus Amerika, da haben die Deutschen sind rübergesprungen von einer Bühne zur anderen. Wir haben beide als deutschsprachige Künstler in vielen Ländern Erfolg. Aber im eigenen Land hat man wirklich immer noch diesen Status, dass man ein bisschen belächelt wird. Und das ist dann ein bisschen so, das nagt schon immer. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das tut mir nichts, das macht mir nichts. You're my guiding light in any place. Oh, I close my eyes, I see. Man performt anders in so Kostümen. Also wenn ich jetzt in normalen Kleidern hier stehe und einen Song vortrage, hat er nie die gleiche Intensität, wie wenn ich in so einem Kostüm bin. Man spielt diese Rolle viel intensiver durch das Kostüm, das haben wir da auch gemerkt. Das ist Mittelalter, das ist echt, das hat Gewicht. Da war bestimmt 6, 7 Kilo. Da ist noch fast dieser Geruch des Mittelalters gar nicht mehr drin. Denn so lange gibt es auch Disneyland nicht, aber es fühlt sich so an. Ich glaube, ich habe in diesem Geschäft keine Freunde. Aber wenn ich einen habe, dann ist es der René. Oder fängt an, eine sehr schöne Freundschaft zu werden. Sting low.
Wir haben das aufgenommen in Hamburg und da bin ich sehr stolz drauf. Michael Cretu gibt seine Frau, die er jahrelang wie eine Glucke bewacht, aus seinen Händen in ein fremdes Studio und sagt am Telefon zu mir, muss sie ein bisschen so aufnehmen, ein bisschen so aufnehmen, ein bisschen so aufnehmen. Hat er? Ja, er hat mir alles erzählt. Ach, schau mal, schau mal. Hat er nicht erzählt? Hey, geh doch mal schauen, lass doch mal. Guck mal, wie du zu recht kommst. Schau mal, wie du klarkommst. Hat er das gemacht? Schlau wieder. Er hat sich schon Sorgen gemacht. Aber wir haben ihm dann erklärt, wie wir das machen. Und Sandra hat dann gesagt bei den Recording, es sei viel humaner als mit ihrem Mann. Sie müsse viel weniger Takes machen. Wir hatten halt auch ziemlich schnell das Gefühl, dass sie es spürt, dass sie den Song gut gespürt hat. Und da muss man dann nicht auf allem allzu lange herumtreten. Und das war perfekt. Wir durften im Original Prinzessinnen-Schloss das große Disney-Schloss drehen, innen drin in der Haupthalle. Wir durften eigentlich überall drehen. Und wie Sandra schon angetönt hat, das war ein Nachtdreh. Wir haben um 23 Uhr Drehbeginn gehabt, vorher war Ausleuchten. Und morgens um 6:45 haben sie uns rausgeschmissen, weil der Park wieder aufging. Und je später die Nacht, desto besser wurde sie. Und je länger es ging, so ab 3 Uhr, habe ich natürlich dann schon angefangen, den Schirm langsam zuzuklappen. Und sie musste mich dann immer peitschen. Es ging, ja, aber sie wurde immer besser und noch besser. Und das machte ihr gar nichts aus, in Wind und Wetter und Regen. Und ich bin das gewohnt, ich bin immer nachts wach und war fröhlich und wir uns alle mussten uns so zusammennehmen. Es war ein sehr intensiver Dreh, weil wir hatten sehr wenig Zeit, aber die Bilder sind grandios geworden, sehr mit viel Leidenschaft und auch die ganze Performance ist extremst intensiv. Wir haben ein Video gemacht, glaube ich, was etwas Zeitloses darstellt. Es ist nicht so eine Momentaufnahme, wir haben es versucht, zeitlos zu gestalten. Es könnte jetzt 1980 gedreht sein, mit sehr viel Geld halt damals, oder 2006. Es ist so ein zeitloses Dokument, so wollten wir es. Wir haben uns auch kostümmäßig dann dem Schloss angepasst. Sie hat das Original Cinderella-Kostüm bekommen von Disney und ich irgendein anderes, altes, schönes. Nein, sehr schön, auch ein schönes. Und es war wirklich ein sehr schönes. Sieht man ja auf dem Foto im Hintergrund, genau, das sind die Kostüme. Barock. Ja. Ja, aber da war ich sehr stolz darauf, denn ich meine, diese Kostüme sind ja für niemanden zu tragen. Mhm. Und er hat mich dann ja aufgeklärt, es gibt da mehrere. Die sind ganz extrem streng bei Disney. Überhaupt, dass wir da drehen durften, war ein Wunder. Aber es gibt zum Beispiel keine EPK, also es gibt keine Bilder vom Making-of, wie wir das Video gemacht haben. Das wurde uns verboten. Das durften wir nicht. Und ein Original zum Eröffnung des Disneyland Paris wurde dieses Kleid getragen von jemandem speziell. Von der Prinzessin. Das hatte wirklich also so eine ganze, das war schwer. Ja, ja. Schwer, dieses Gewicht. Und das hang wirklich bis zum Boden mit diesem Fell. Das kann man jetzt da nicht sehen, aber es war wirklich ein Traum. Ein Traum. Und seine Frau, die Nancy, hat sich auch darum gekümmert, um die Kostüme und so. Und ich habe gesagt, das nicht, aber das gefällt mir. Und das hat super zu seiner Sache auch gepasst. Da habe ich das anprobiert. Und dieses also zur Eröffnung von Disneyland in Paris, das originale Kleid, was also diese Prinzessin irgendwie ganz oben auf diesem Wagen trug, das durfte ich tragen. Das war schon ganz toll. Das ist schon was ganz Besonderes. Und das dürfen nur Leute, die in Disneyland arbeiten, tragen und sonst niemand. Und das war für mich auch was ganz Spezielles. Was auch schön war. Es war sehr schön auch, man performt anders in so Kostümen. Also wenn ich jetzt in normalen Kleidern hier stehe und einen Song vortrage, hat er nie die gleiche Intensität, wie wenn ich in so einem Kostüm bin. Man spielt diese Rolle viel intensiver durch das Kostüm, das haben wir da auch gemerkt. Das ist Mittelalter, das ist echt, das hat Gewicht. Da war fast dieser Geruch des Mittelalters gar nicht mehr drin, denn so lange gibt es auch Disneyland nicht, aber es fühlt sich so an überhaupt. Du springst in eine Rolle und du wirst zum Schauspieler. Das, also so ging es mir. Das Kostüm macht das wirklich mit dir. Wir haben uns kennengelernt 1987, flüchtig. Sie war damals bereits der große Star und ich habe als DJ aufgelegt im Don Paco in Wohlen, einer Diskothek in der Schweiz. Und Sandra war das Highlight des Jahres, ist da aufgetreten. Da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Und dann, 18, 19 Jahre später in Monte Carlo 2002,
habe ich dann zuerst den Michael Cretu, ihren Mann, kennengelernt. Und zwar sind wir 3 Stunden nebeneinander gesessen und haben uns den World Music Award angetan. Stop. Und wir haben uns dann da kennengelernt und waren dann nach dem World Music Award alle zusammen essen und haben dann seither, sage ich mal, ab und an Mail-Kontakt gehabt. Vornehmlich aber Michael eigentlich und ich. Und dann vor ungefähr einem Jahr, jetzt genau vor einem Jahr müsste es gewesen sein, haben wir uns in Österreich getroffen. Stimmt, es war im Frühjahr. Mhm. Und dann habe ich die Idee erzählt, ich würde gerne einen neuen Song machen für mein Greatest Hits Album. Deswegen ist er nach Österreich gekommen und wurde. Genau. Das kannst du mal erklären. Und ich habe mich natürlich auch geehrt gefühlt, denn ich mochte ihn immer schon ganz gerne. Und habe auch seine Karriere mit verfolgt. Und muss sagen, also, ich kann mich noch genau an die Diskothek erinnern, als er zum ersten Mal aufgelegt hat. Und als wir uns in Monte Carlo kennengelernt hatten, er war mit seiner Frau und ich war mit Michael. Wir haben uns schön zusammen Abendessen. Und es ist sehr angenehm, sehr nett zu sprechen und klasse. Ja, und dann irgendwann kam dann die Idee, er hätte dann diesen Wunsch, dass er diese Sache mit mir zusammen macht. Kann man das so nennen? Genau, diesen Song. Oder diesen Song zusammen mit mir machen möchte. Und da habe ich mir gedacht, okay, liebend gerne. Ich mag zum Beispiel Hi 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 extrem gerne. Ich liebe auch das Video dazu. Ich mag auch die neueren Sachen, Secret Land, oder ich mag die sehr gerne. Maria Magdalena war halt der Erste, da ist man dann gleich aufmerksam geworden. Wir haben darüber gesprochen, aber Sandra hat dann innerhalb von einer halben Sekunde gesagt, nein, das ist doof. Und sie hat eigentlich recht. Wir zwei wollen was Neues machen und das war auch viel besser so. Ich bin froh, hat sie gleich gesagt, das will ich nicht. Wir haben einen Moment darüber nachgedacht, aber der war sehr kurz, der Moment. Haben gesagt, ein neuer Song und es hat auch alles viel mehr Spaß gemacht. Ich glaube, das ist dieser Augenblick, den man hat. Man mag sich oder man mag sich nicht. Wir sind, glaube ich, beide zu sehr Südländer, in Anführungsstriche, und wissen zu sehr uns zu schätzen, was der eine kann und der andere. Dass man sich anschaut, jeder weiß genau, was er vom anderen zu halten hat. Und es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und bei uns funktioniert es halt. Das stimmt. Da muss man nicht allzu viel drüber sagen. Das passt einfach. Das passt. Es war auch vom ersten Moment. Und das ist herzlich. Wir sind beide zwei ehrlich bodenständige Menschen, die wirklich jahrelang in diesem Business, in diesem harten Business überlebt haben. Ja, das sollte uns mal einen anderen Schweizer zeigen oder einen anderen Deutschen oder Französen zeigen, wie das geschafft hat. Ohne jetzt mir auf die Schulter zu klopfen, um überheblich zu sein. Aber wir haben überstanden, weil wir verstanden haben, um was es ging. Und diese Herzlichkeit, die kommt halt von ganz intensiv, ganz da drin. Wir sprechen mit unserem Herzen, unser Publikum an, mit Musik und Text. Das hast du schön gesagt. Oder nicht? Das Publikum ist sehr feinfühlig. Das ist sehr feinfühlig, das spürt es. Und das macht uns beide aus. Es geht nicht nur um Erfolg, es geht um den Inhalt, über das, was man versucht rüberzubringen. Glaubwürdigkeit ist in diesem Geschäft eigentlich der Schlüssel, glaube ich. Und DJ Bobo und Sandra, glaube ich, diese Glaubwürdigkeit, auch eben wie du jetzt sagst, man mag sich und das spüren die Leute einfach. Das war auch vom ersten Moment an, als die Leute diesen Titel gehört haben, irgendwo, es ging ja schon vor ein paar Wochen los, hatten wir extrem gutes Feedback auf die Zusammenarbeit. Keine Vorbehalte, weder von Sandra-Fans noch von DJ Bobo-Fans. Und auch das, diese Verbindung, wenn die nicht harmonisch wäre, würden das die Leute sofort spüren. Und es fühlt sich sehr gut an alles, ja. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht so gut gewusst. Er hat mir das immer so erzählt am Telefon. Wo wir eigentlich gar nicht so viel telefoniert hatten, weil er war sehr lange im Urlaub. Aber ich hatte vor 4 Wochen einen Auftritt in meiner Heimat in Saarbrücken. Und ich machte bei den Proben nachmittags, kamen die Fans auf mich zugerannt und haben gesagt, ist das ein geiles Video und finde ich das klasse mit dem René zusammen, mit dem Bobo, nicht René, also ich sag immer René, aber mit dem DJ Bobo und das finden wir klasse. Woher wisst ihr das? Ich habe das Internet oder die wussten über alles Bescheid und die fanden das alle klasse und da war ich erstaunt. So eine Reaktion, eine direkte und zwar aus verschiedenen Ecken, also 20 Minuten später kam wieder einer und eine Stunde später kam wieder einer, also unabhängig voneinander. Und da habe ich ein Gefühl dafür, dass ich dachte, hoppla,
Das bist du aber jetzt nicht gewohnt. Also das ist so eine Reaktion, die ich nicht erwartet habe. Und das habe ich ihm auch erzählt. Die Musikbranche ist ein Haifischbecken. Du musst versuchen, richtig darin zu schwimmen. Du kannst den Haien nicht ausweichen, aber du musst um sie rumgehen. Und unsere Branche hat... Bis zu einem gewissen Grad. Ein paar Dinge, ja. Dann machst du du. Ein paar Dinge hat die Branche nicht. Die Branche kennt keine Loyalität. Null. Loyalität hört bei den Verkaufszahlen auf. Genau. Da hört die Loyalität auf. Genau. So ist es. Ist natürlich in jeder Branche so. Nur Musik ist sehr emotional, ist etwas Persönliches. Und ich glaube, wenn man damit umgehen lernt, dass es halt doch ein Leben gibt, auch neben der Musik und nach der Musik und neben der Bühne, wenn man diese Balance hat zwischen Privatleben und Bühne und sich nicht selber als zu ernst nimmt. Es ist eine sehr große Gefahr, wer immer auf der Bühne steht, der fängt an zu glauben, was da passiert. Und wenn du das glaubst, dann hast du wirklich ein Problem, wieder in die richtige Welt zurückzukommen. Und diese Balance mit Familie oder Kindern, dieser Rückhalt, den du brauchst, wenn du den hast, dann kannst du da relativ entspannt durchgehen. Auch wenn dann mal eine Platte nicht so läuft. Oder, also ich habe mir abgewöhnt... Da stehen wir drüber, andere verzweifeln. Ja. Ich habe mir abgewöhnt, die Charts jeden Tag zu kontrollieren. Wir machen unser Ding so gut, wie es geht. Läuft es? Super. Läuft es nicht so gut? Dann haben wir das Beste versucht. Und das reicht eigentlich schon. Auch bei meiner Karriere hat mich, oder ich, wir haben nie darauf geachtet, was ist denn jetzt angesagt? Nach welchem Trend müssen wir uns richten? Nein, wir haben Musik gemacht, die aus unserem Herzen kommt. Und wir haben uns immer geschworen, wenn sie ankommt, ist gut. Und wenn nicht, ist auch gut. Dann machen wir das Nächste. Ah, Quatsch. Nee, wir reden auch über Familie. Er ist jetzt Oberpapa hoch 100. Oh, also ja. René, also wenn ich ihn sehe mit seinem Jungen, das ist ja ein Traum. Wunderbar. Und Michael, also mein Mann ist auch zu meinen Kindern. Vielleicht war er es nicht als Baby, weil er dazu sehr beschäftigt war im Studio. Aber heute ist auch der Oberpapa hoch 100. Also meine Boys können auch nicht ohne ihren Papa. Und trotzdem, das ist unterschiedlich. Von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber das würde mir gar nicht zustehen, ihm zu sagen, Tipps zu geben. Wenn er mich was fragen würde, dann wäre es was anderes. Aber ansonsten, er macht das schon. Er macht das aus dem Herzen und aus dem Instinkt. Ah, wir sprechen viel über Familie, das stimmt schon. Wir reden eigentlich, gerade wenn man, im Make-up sitzt so cool. Oder wenn man sich unterhält, dann geht es eigentlich fast eher um solche Dinge. Ich habe mit 33 erst meine Zwillinge bekommen. Und er hat gesagt, das kann man heute alles organisieren, alles regeln. Schau, seine Frau steht sogar mit ihm auf der Bühne. Mein Mann nicht. Ich kann mal kurz sagen, du, ich muss mal schnell dann dahin, Papa, passt auf. Und wir haben auch noch Personal zu Hause. Bei ihm ist meistens seine Frau mit dabei. Und er muss es schon gut organisieren können. Das heißt, ihr macht das wie? Jamiro ist immer dabei. Bei Konzerten ist er immer dabei. Und Oma und Opa... Er geht noch nicht in die Schule, der Kleine. Ja, der ist noch so klein, dann geht das richtig. Bei der Schule wird es dann schwieriger. Ja. Im Moment ist es toll, weil Oma und Opa sind in Pension und haben Zeit für ihn. Und er ist dann eigentlich auch immer in der Halle mit dabei. Und abends, wenn wir beginnen, geht er ins Bett. Ich war 8 Jahre lang nicht präsent. Ich hatte mein 33. Lebensjahr, wurde schwanger, habe gesagt, so, man kann nicht Mutter von Zwillingen werden und in den Top 10 sein. Mädel, entscheide ich für eine Sache. Und ich habe 7 Jahre gekämpft, um meine Boys zu bekommen. Und dann habe ich sie gekriegt und habe mich für das dann entschieden. Und habe wirklich einen absoluten Break gemacht, von einem Tag auf den anderen. Na gut, und das hat funktioniert. Und dann nach 8 Jahren, wo die Jungs, die kochen sich jetzt selber ihre Pasta in der Küche, die sind selbstständig genug, das nervt schon, wenn die Mama zu sehr hinterherläuft, dann kann ich auch wieder ein bisschen was machen. Und das unterstützen sie auch, das finden sie auch klasse. Sandra ist sehr, sehr feinfühlig, hat ein sehr gutes Musikgehör, auch sehr selbstkritisch, für mich fast zu selbstkritisch, zerfleischt sich oft. Aber ganz, ganz feinfühlig und harmoniebedürftig und will es auch wirklich immer gut machen. Also das ist ihr wichtig, sie mag keine halben Sachen. Und das ist natürlich schön, mit so jemandem zu arbeiten, der das auch alles ernst nimmt. Ich sagte immer schon, das bringe ich auch meinen Jungs bei. Wenn du wirklich etwas willst, beiß dich durch. Und das ist ihm gegeben, von Geburt an und mir auch. Und egal, wo wir herkommen, wir haben das nicht umsonst dahin geschafft, wo wir wollten. Und natürlich muss man dazu sagen,
gehört auch ein bisschen Können dazu und auch ein bisschen Stimme und aber und auch Glück dieses auch. Glück und auch das im Kopf, diese Aufnahmefähigkeit zu checken, was geht denn eigentlich ab? Wir waren niemand, wir sind bodenständig geblieben, die gesagt haben, here we are, ich habe schon so und so viele goldene Schallplatten, und wie viel hast du? Nein, das sind wir nicht. Darauf kommt es nicht an. Sondern das Verständnis für andere Menschen zu sehen, zum Beispiel weiß ich, er ist viel mehr up to date als ich. Also ich hatte viel, viel zu wenig Zeit in den letzten Jahren, das genauso zu verfolgen. Was geht denn jetzt ab? Das frage ich dann ihn, weil ich kann ja besser. Und so habe ich auch mit Michael gearbeitet. Da halte ich meinen Mund, sage das und das, okay, weiß er besser, so und so. Und aber er ist unglaublich, er macht ja alles selber. Wenn er seine Bühnenshow anhört, er organisiert alles, er lässt es organisieren, alles von seinem Team aus, er kontrolliert alles, es mit Internet, wo ich bis heute noch schaffe, er es noch nicht, meine SMS zu schicken, über mein MC. Und es ist also wirklich, da bin ich noch sehr weit hinterher. Und, aber es ist auch einfach, weil dazu habe ich mich ja, der macht das. Ich denke schon, dass du vorsichtiger bist, auch mit Presse oder sie zum Beispiel viel gestern. Viel zu oft reingefallen. Ja, genau, sie ist ein bisschen gebrandmarkt. Man hat mir zu oft die Worte im Mund rumgedreht. Also wie man es wollte, und da war ich so sauer. Ich nehme das überhaupt zum Beispiel nicht ernst, wenn der Moderator, gestern hat er uns angekündigt als Sandra und DJ Bobo. Und dann sagt Sandra, nein, es ist DJ Bobo und Sandra, das ist deine Platte. Mhm. Ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, ich würde das nie stören. Also weißt du, wie ich meine, für dich ist... Das ist schon bei mir, das ist drin. Das ist ja genau, du bist so ein bisschen... Das ist jetzt sein Ding. Aber er ist der Chef. Uns nimmt niemand was weg. Also er hat den Song geschrieben, der hat mich ausgesucht. Rolle. Aber es ist sein Ding. Ich mache jetzt ja auch keine Promotion für mich. Ich mache, das habe ich abgesagt, mache ich nicht. Ich will keine Pressler, die jetzt mit mir ein Interview machen wollen. Nein, ich mache nur das. Wir machen es nur zusammen, genau. Beide betrifft. Aber es ist lustig, es stimmt schon, wir sind ziemlich unterschiedlich. Sandra ist schon eher vorsichtig der Presse gegenüber. Ja, ja. Und ich denke mir, komm, machen.